Klaus Friedrich, Bürgermeister von Korbach. Ja, im Oktober soll es losgehen mit der Blaupause für die Trailparks. Wir sind stolz darauf, dass Korbach hier die Nase vorn hat. Ich glaube nicht, dass wir die Nase vorn haben, sondern wir sind Bestandteil einer wirklich klasse Gemeinschaft, bestehend aus Landkreisen und 14 Kommunen, die gesagt hat, wir machen dieses Projekt. Das ist eine Riesenchance für die Region, eine Riesenchance auch für die Bürger, die hier ihren Sport betreiben, für den Landkreis, aber natürlich auch mit dem klaren Ziel, touristische Hochburg Nummer 1 in Waldeck-Frankenberg zu bleiben. Und es ist eine Riesenchance, und dass wir zufälligerweise in Korbach empfangen, hängt damit zusammen, dass man natürlich diese Blaupause definiert über Verfügbarkeit von Flächen, über das Thema baurechtliche Genehmigung. Alle Partner sind stark, alle Partner sind willig, und ich glaube, das wird ein ganz tolles Projekt für die Region. Und wer bisher Downhill fahren wollte oder rein wollte, musste nach Winterberg oder Willingen. Das heißt, die Hansestädte haben das demnächst vor der Haustür. Und das ist auch schön so, aber nicht nur die Hansestädte, aber es ist vor allen Dingen ein touristisches Highlight, was natürlich andere Zielgruppen erreichen will, nämlich jedermann. Und das ist heute bei den modernen Fahrertypen der E-Bikes natürlich, E-Bike-Generation, kein Problem mehr. Es ist nicht der Mensch, der die schwarze Piste herunterfährt, sondern es ist ein Thema für die Familie, für Ungeübtere genauso wie für Profis. Und das wird den eigentlichen Reiz dieser Strecken ausmachen. Und nicht nur der lokalen Strecken, sondern natürlich auch der Verbindungen. Nämlich der Gast, der vielleicht in Willingen wohnt oder in Hatzfeld, wie kommt er nach Korbach oder Lichtenfels oder Bad Aholsen? Und dort kann jede Gemeinde natürlich dann ihre spezifischen touristischen Highlights natürlich dann auch nochmal leben und dementsprechend auch darstellen.